so drin ist. Jo. Hier mehr Kleinkram. Hier haben wir einmal die Piranha von Weco fürs 0 Uhr Feuerwerk. Hier nochmal so ein neues Knallsortiment, das Komet Boom und Bang. Wie eben schon erwähnt. Hier noch zweimal das Keller Blazing Strike. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so groß ist und so vollgepackt. Also auf dem Bild sah es anders aus. Dann haben wir hier nochmal die Cube von Diamond fürs 0 Uhr Feuerwerk. Fürs Finale. Die Jorge CWC 300 Pfeiffer. Wie letztes Jahr schon bestellt, die Panda Packet Tracker im Schinken. Wir haben hier eine schöne Rarität, wieder für meine Vitrine. Und zwar die Vulkanfontäne von Silberhütte. Dreimal. Die Panda Defender. Dreimal. Dann haben wir hier die Leslie Gold Batterie. Und zwar haben wir die auch dreimal. Hier einmal die Tosh Pyro 21. Auch ein recht kleiner Kasten. Haben wir hier etliche Male die Pyro Art Vali. Etliches hier noch viermal. Die habe ich so oft bestellt, weil ja die Vali auch nicht mehr produziert wird und wollte ich mir einen kleinen Vorrat anschaffen. Hier haben wir dann noch die Swaba von Pyro Art, das ist eigentlich die Tosh Pyro 7. Hier haben wir dann den weiteren großen Klops von Blackbox und zwar die Fantastic Blue, auch 13 richtig geile Schuss. Und hier im Kasten, der richtig groß ist, und zwar die Golden Eye von Nico. Ist total geil. Eine Goldbrokat-Batterie mit auch Max NEM. So, und das war's auch schon wieder mit diesem Karton. Und wir sehen uns gleich beim nächsten. So, hier mal wieder ein kleinerer Karton. Wieder Füllmaterial. Hier haben wir wieder was von Pyro Art scheinbar. Die Brock. Echt kleines Teil. 15 Schuss. Hier die Blackbox Symphonie. Die Blackbox Knallbär. Die Blackbox Nexus zum dritten Mal. Und die Blackbox Booster Blume nochmal. Das war's schon mit diesem kleinen Karton. Machen wir weiter mit dem nächsten. So, wir nähern uns allmählich dem Ende. Zwei oder drei Pakete müssten das nur noch sein. Auch hier wieder ein paar Mal Blackbox dabei. Allerdings haben wir hier erstmal die Bloody Mary von Weco. Zweimal. Ebenfalls fürs 0 Uhr Feuerwerk. Hier haben wir die Van Helsing von Blackbox und die Schwarze Wipfe. Hier ebenfalls für das 0 Uhr Feuerwerk die Blue Angel vom Panda Feuerwerk und diese ebenfalls auch doppelt. Das war's auch mit dem Karton schon wieder und wir sehen uns beim nächsten. So, da geht's. Vorletzter Karton. Hier sehen wir schon die schönen Bombenrohre von Diamond, 50 mm. Davon haben wir hier erstmal viermal die Red Star, zweimal Golden Star und hier unten liegen noch sechsmal die Golden Star. Davon müssten gleich noch ein paar kommen. Ich tue die da erstmal wieder so rein. Wir sofort den nächsten Karton. So, der letzte Karton von der Tosh Pyro Bestellung.
hier haben wir noch viermal das Red Star Bombenrohr. Hier noch zweimal Blue Star. Und hier unten sind auch noch sechs Blue Star drin. Also haben wir von jeder Sorte quasi acht Bombenrohre. Jo. Und das war's schon mit der Tosh-Büro-Bestellung. Und dann sehen wir uns gleich zu einer kleinen Gesamtübersicht. So, jetzt zum Schluss der kleine Gesamtüberblick. Wie gesagt, also sah mehr aus in den Kartons, als es eigentlich ist. Wie man ja jetzt auch erkennen kann, das meiste sind Batterien. Dann gucken wir nochmal schnell durch. Ja, ein paar Rödis und so weiter, ein paar Raketen, ein paar Knaller. Auf die freue ich mich besonders. Auf die Silberhütte-Fontänen da. Ja, ein paar Bombenrohre, ein bisschen Litze zum Verleiten. Hier noch wieder ein bisschen Kleinkram. Hier die Batterien. Wie gesagt, der größte Teil fürs 0 Uhr Feuerwerk. Halte ich mal rüber hier. Ihr seht es ja. Jo. Und das war auch schon das Tosh-Büro Unboxing. Hier mit den Bombenrohren, die haben wir noch vergessen. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.